vom Lebenselixier ATP und der Schubkraft von Keimlingen, die Asphaltdecken durchstoßen. Ja, habe ich zwar schon mal gesehen, öfters auf der Straße hier und da, mich gewundert, wie geht das, dass durch eine Teerschicht von 3, 4, 5 Zentimetern plötzlich irgend so ein zartes Pflänzchen kommt. Hoch erstaunlich. Gibt es dazu eine Erklärung? Ich halte mal wieder ein Bild in die Kamera. Ja, also zunächst zum Lebenselixier ATP. Erläutern Sie mal ATP. Ja, ich sage es sofort. Ich habe also jetzt Jahrzehnte Lehrerfahrung an den Universitäten Freiburg, Stanford, Michigan State, USA, Bonn und Kassel, also 5 Universitäten hinter mir. Und da gab es immer das Problem, dass die Studenten, wenn es um den ATP-Zyklus geht, Adenosintriphosphat, einfach, naja gut, sage jetzt mal, in Klausuren versagen. Der Begriff Lebenselixier ATP verdeutlicht, dass dieses Molekül der Energieüberträger aller Zellen essentiell ist. Ich habe in dem Lehrbuch ein Gleichnis formuliert. Der Mensch kann einige Wochen ohne Nahrung überdauern. Wir können ein paar Tage ohne Wasser existieren. Wir können aber keine einzige Sekunde ohne Adenosintriphosphat, ATP, bestehen. Das ATP ist das Lebenselixier, der Energieüberträger aller Zellen, vom Bakterium bis zum Mensch. Ein Beweis, dass wir alle von Urformen abstammen. Einen schöneren darwinischen Beleg für die Evolution als das Lebenselixier ATP kann man sich kaum vorstellen. Bei den Gewächsen sieht es so aus: Diese Löwenzahnpflanzen entwickeln Drucke innerhalb der Zellen von bis zu 5 Bar. Das ist 2-mal der autoreifen Innendruck. Und dieser enorme hydrostatische Innendruck sorgt dafür, dass diese Pflanzen ohne Verholzung als Kraut relativ groß werden können. Das ist ein biomechanisches Prinzip. Pflanzen haben also eine enorme Schubkraft. Wenn Sie das nächste Mal an der Tankstelle stehen und Ihren Reifendruck überprüfen, dann denken Sie bitte dran, dieses ärmliche Kraut hier drüben hat den doppelten Zellinnendruck wie mein Reifen im PKW. Wenn Sie sich das merken, dann haben Sie Respekt vor den Pflanzen gewonnen. Was mich ja erstaunt dabei ist, dass die Pflanzen, wenn man die ja nun anfasst oder in die Hand nimmt oder abbricht, doch schon relativ zart beseitet sind. Dann erstaunt es mich, dass ich ja diesen Hartgummireifen brauche und die Pflanze, ja, die viel mehr hat, dass es überhaupt auszuhalten ist, ja, für die Pflanze. Kann man eins, das auch aus dem Lehrbuch erklären, das liegt daran, Pflanzen besitzen aus Zellulosefibrillen gebaute Wände, die wieder eine spezielle Architektur haben. Das sind die helikoidalen Außenwände, die aus Zellulose-Mikrofibrillen bestehen. Und da entsteht eine enorme Spannung. Das hat man alles biophysikalisch untersucht. Deshalb können diese Löwenzahnpflanzen eben dieses Kunststück vollbringen und durch Asphaltdecken wachsen. Vereinzelt natürlich nur. In Kapitel 11 Ihres Buchs schreiben Sie ausführliche Darlegungen zum Thema Sex und Gender bei Pflanzen. Ich dachte immer, das gäbe es nur bei Tieren und Menschen, die intelligente Wesen sind. Ja, das ist natürlich ein weit verbreiteter Ja- und Aberglaube. Da haben wir auch noch mal ein Schaubild dazu. Entschuldigung, Moment. Wie das Schema zeigt, Julius Sachs hat vor genau 150 Jahren, 1868, den Begriff Sex als Zellenvereinigung definiert. Wenn also ein Spermium einer Pflanze mit der Eizelle einer Pflanze fusioniert und eine Zygote bildet, eine befruchtete Eizelle bildet, das ist Sex. Und Sex wurde auch an diesen Eizellen von Blasentankpflanzen entdeckt. Erst später hat man den Sexakt bei meereslebenden, wirbellosen Tieren ausfindig gemacht. Eizellen beim Mensch hat man viel später entdeckt. Selbstverständlich spielt die Sexualbiologie bei den Pflanzen eine ganz große Rolle. Und der Gender-Begriff stammt ebenfalls aus der Botanik. Gender steht für die Entwicklung geschlechtsreifer männlicher oder weiblicher Pflanzen. Die meisten Pflanzen sind Zwitter, es gibt aber auch eingeschlechtliche Pflanzen. Spinat, da gibt es Jungen und Mädchen. Und da kann man sehr, sehr genau gucken, wie viele Ovarien und somit also weibliche Individuen werden von einer männlichen Spinatpflanze bestäubt. Was schmeckt besser? Ja, Sex und Gender sind also ureigenste Begriffe aus der Biologie. Sie spielen in der Pflanzenphysiologie eine ganz große Rolle. Da gibt es dicke Monographien dazu. Es ist ein Irrtum zu glauben, das wäre auf
menschenbezogen, gerade andersrum. Mhm. Es wurde erst an Pflanzen entdeckt, dann bei Tieren entdeckt und dann auf Menschen übertragen. Aber das Thema wollen wir hier nicht vertiefen.